In diesem Abschnitt möchte ich Ihnen jetzt etwas erklären zum Arbeiten mit Listen, beispielsweise hier mit einer Liste aus verschiedenen Preisen und wie man dort vielleicht bestimmte, mit bestimmten Kriterien bestimmte Werte herausfiltern kann und dann einer mathematischen Operation zuführen kann. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir hier diese Preisliste haben, also eine Liste von bestimmten Werten. Es können auch andere Werte sein, die wir vorliegen haben in irgendeiner Weise und die wir auswerten möchten. Und eine ganz einfache Auswertung ist jetzt hier vielleicht, dass wir die Summe dieser Werte bilden wollen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erst einmal eine variable Summe anlegen und die initialisieren mit dem Wert 0, weil wir dann diese Variable auch nutzen, um fortlaufend zu dieser Variablen die Werte, die einzelnen Werte aus der Preisliste hinzuzuaddieren. Und wir nehmen uns für das Durchlaufen aller Elemente in der Preisliste wieder eine Schleife herzu. Nämlich eine Vorschleife und nach dem Schema, wie wir das bisher immer gemacht haben, ist das also ein Variablenname, der festgelegt werden muss für diesen einen Wert, den wir uns jeweils herausgreifen in der Preisliste. Und wenn wir dann einen Wert herausgegriffen haben, dann machen wir mit diesem Wert etwas. Was machen wir? Wir addieren zu der Variable Summe diesen einen Wert, den wir hier herausgegriffen haben. So, wie ist das jetzt nochmal zu lesen, wenn wir sowas sehen? Dieses ist gleich ist nicht im mathematischen Sinn zu verstehen, dass wir hier eine Gleichung haben, sondern das ist zu verstehen im Sinne einer Zuweisung. Das heißt, im Computer wird dann zunächst mal der rechte Teil bewertet. Es wird ausgerechnet, was dort als Ergebnis entsteht. Wenn wir jetzt uns den ersten Durchlauf vorstellen, dann haben wir in der Summe zunächst mal 0 stehen und bei einem Preis haben wir 1,99 stehen. Das heißt, wir werden 0 plus 1,99 rechnen. Das ist also 1,99 oder 1,99. Achtung hier, der Punkt muss als Dezimaltrennzeichen in der Programmiersprache Python verwendet werden. Dann haben wir also 1,99 hier abgespeichert. Hier ausgerechnet und speichern das dann in der Variable Summe ab. Beim zweiten Durchlauf greifen wir uns den zweiten Wert aus der Preisliste heraus, der Wert 2. Wir haben dann bisher in der Summe den Wert 1,99. Wir addieren 2, kommt also 3,99 heraus. Und diese 3,99, diese gerade errechnete Summe, die weisen wir der Variable Summe zu. Dann trägt also die Variable Summe den Wert 3,99. Das setzen wir fort mit der Zahl 5 aus der Preisliste. 5 plus 3,99 ist dann 8,99 und das wird dann der neue Wert der Summe in dem darauffolgenden Durchlauf sein. So, und am Ende haben wir alle Werte aufsummiert. Wir sind alle Werte durchgegangen und wir können uns diese Summe auch ausgeben mit einem einfachen Print. Die Summe aller Preise ist und dann hängen wir diese Variable Summe an und geben die aus. Wir können das jetzt ausführen und wir sehen, dass hier tatsächlich auch diese Summe richtig berechnet wird. So, und jetzt könnten wir vielleicht daran interessiert sein, die Summe nur für Preise durchzuführen, die Summation nur für Preise durchzuführen, wenn die Preise größer 10 sind. Ja, wir interessieren uns aus bestimmten Gründen nur für bestimmte Werte in dieser Liste. Und das können wir wieder machen, indem wir diese Schleife nutzen, aber diesmal mit einer Bedingung. Und um jetzt hier eine Variable für diese spezielle Summe zu definieren, schreibe ich mal Summe für Preise größer 10. Ja, das soll also unsere spezielle Summe sein. Die initialisieren wir wieder mit 0. Und wir durchlaufen wieder mit genau dem gleichen Konstrukt diese Preisliste. Aber bevor wir jetzt die eigentliche Summation durchführen, prüfen wir, ob ein Preis
also dieser eine Preis, den wir gerade uns aus der Preisliste herausgenommen haben, ob der größer 10 ist, so wie wir das haben wollen. Wenn der Preis, der einzelne Preis größer als 10 ist, dann zählen wir ihn zu dieser Summe hinzu. Und dann machen wir das, was wir vorher schon gemacht hatten. Wir schreiben die Summe auf, zu der hinzugezählt wird und berechnen das aus der Summe für Preise größer 10, also aus der vorher mit 0 initialisierten Summe, plus ein Preis. Ja, plus also dem einen Preis, den wir jeweils aus der Preisliste einzeln herausziehen. Und dann machen wir abschließend eine Ausgabe. Und sind dann fertig und können uns anzeigen lassen, wie groß die Summe ist. So, das führen wir jetzt mal aus. Dann bekommen wir zunächst mal die Ausgabe vom vorherigen Bereich. Und dann bekommen wir die Ausgabe von den Preisen, die größer als 10 sind. Das sind also die Werte 12 und 18, die hier summiert werden. Und 12 und 18, sehen Sie, das ist 30,4. Das ist also genau dieser Wert, der hier auch berechnet wird. Nur die Werte größer 10 wurden hier für diese Berechnung genutzt. So, und jetzt wollen wir vielleicht in ganz ähnlicher Weise auch nochmal diese Werte größer 10 irgendwie verarbeiten. Wir wissen aber vielleicht an dieser Stelle nicht genau, wie wir die verarbeiten und wollen das mal allgemein sagen, wir wollen uns die Werte größer 10 abspeichern in einer Liste, um dann später irgendwas damit zu machen. Im einfachsten Fall auszugeben, im komplexeren Fall nochmal eine Analyse darauf zu betreiben. Und dafür legen wir uns jetzt zunächst mal eine Liste an, in der wir diese Preise, die größer als 10 sind, abspeichern. Die nennen wir jetzt, damit wir es leicht erkennen können, aussagekräftig mit Liste Preise größer 10 und initialisieren die als leere Liste mit diesen eckigen Klammern. Und dann gehen wir wieder über die Preisliste, so wie wir das auch vorher schon gemacht hatten. Und wir fügen eine Bedingung ein, auch das, so wie wir das vorher schon gemacht hatten. Und in den vorherigen Abläufen, also hier bei der Summation und hier bei der Summation, hatten wir eine Operation konkret durchgeführt. Und jetzt sagen wir, wir interessieren uns jetzt nicht für das Ergebnis einer bestimmten Operation, sondern wir wollen diese Preise, die wir hier raussammeln aus dieser Liste, die wollen wir erstmal abspeichern in einer anderen Liste und dann später irgendwann vielleicht weiterverarbeiten. Also fügen wir dieser Liste Preise größer 10, diesen jeweiligen Wert, ein Preis hinzu, wieder mit Append. Und damit haben wir den Wert, wenn er größer ist als 10, auch abgespeichert. Warum jetzt nur alle Preise, die größer sind als 10? Warum tauchen nur die in dieser Liste auf? Ja, weil wir diese Bedingung hier haben. Wir gehen zwar über alle Preise in der Preisliste mit diesem Konstrukt, aber hier hinein in das Append kommen wir nur, wenn der Preis auch größer 10 ist. Also wenn dieser einzelne Preis größer als 10 ist, dann wird er an diese Liste angehangen. Wenn er nicht größer als 10 ist, dann wird zum nächsten Preis gegangen. So, und zur Kontrolle können wir uns jetzt mal diese Liste auch ausgeben lassen. Ich bin jetzt ein bisschen faul und lasse einfach nur diese Liste ausgeben, ohne irgendwelche Formatierungen. Und wir wissen dann aber zumindest, welche Werte in dieser Liste Preise größer 10 gelandet sind. Führen das Programm aus. Achtung, wir haben noch die anderen Ausgaben hier davor mit in der Kommandozeile. Und jetzt haben wir aber hier als letzte Ausgabe noch hinzugefügt die 12 und die 18,4, also die beiden Werte, die tatsächlich in dieser ursprünglichen Liste größer als 10 sind. Die haben wir hier hinzugefügt und damit haben wir die rausgesammelt sozusagen und sehen, dass wir mit dieser anderen Liste jetzt vielleicht auch weiterarbeiten könnten. Dann könnten wir eine Summation machen oder eine speziellere Analyse, je nachdem, was wir jetzt mit diesen Werten, die wir herausgesucht haben, anstellen möchten.